Wenn das hier ein üblicher Telesnack wäre, über einen Film oder eine Serie eines normalen Filmemachers, dann würdet ihr jetzt erwarten, dass ich sage, hi, ich bin der Timo und ich habe gerade zuletzt diesen Film oder diese Serie gesehen von diesem oder demjenigen Filmemacher. Da ich aber Pokerface von Rian Johnson gesehen habe, muss ich natürlich die Erwartung unterlaufen und euch nur ganz kurz erzählen, worum es da geht. Pokerface ist eine fast schon aus der Mode gekommene Case of the Week Serie. Das heißt, wir haben jede Woche eine neue Folge, quasi einen neuen Fall für die ehemalige Casino-Mitarbeiterin Charlie Cale, gespielt von Natasha Lyonne oder Lyonne, die als Hauptfigur Charlie Cale Mörderin oder Mörder entlarven kann, weil sie an der Nasenspitze jemanden ansieht, ob er lügt oder nicht. Johnsons Mix aus Breaking Bad, Lie to Me, Mord ist die Hobby oder auch Columbo ist dabei jetzt nicht der große Wurf, den man vielleicht mit bei ihm erwarten könnte, sondern eher ein kleiner, feiner Wurf, den man aber durchaus sich anschauen kann. In diesem Sinne, viel Spaß weiterhin bei den Telesnacks und haut nicht so sehr rein, die gehen ganz schön auf die Hüfte.